Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin, Herr Minister. Bevor ich zu den einzelnen Tagesordnungspunkten komme, würde ich an Sie eine große Bitte richten. Und zwar, es ist bedauerlicherweise jetzt im Ausschuss wieder vorgekommen, dass gerade von Ihrem Ministerium zu so wichtigen, durchaus arbeitsrechtlichen Stücken bedauerlicherweise kein Experte uns zur Verfügung gestanden ist, mit denen wir sozusagen Fragen stellen konnten und der sie beantworten könnten. Es ist wirklich, gerade in Ihrem Bereich kommt es immer wieder vor, ich ersuche Sie wirklich, Herr Minister, bitte, weil ich gehe mal davon aus, dass Sie sicher Fachbeamte in Ihrem Ressort haben, sodass Sie uns wirklich Experten schicken können. Wir haben jetzt sozusagen als Tagesordnungspunkt mehrere unterschiedliche von der Materie Tagesordnungspunkte. Ich möchte mich auf zwei konzentrieren. Der eine ist die Geschichte, wo es um das Mutterschutzgesetz geht. Ja? Ich habe ganz am Anfang, wie die Pandemie gekommen ist und die große Hoffnung gehabt, da waren weibliche Ministerinnen gerade für diese Materie zuständig, dass man gerade in solch einer Situation, was wäre dabei gewesen, man nimmt es ins Mutterschutzgesetz, es hätte einen Grund gegeben, ein vorverlegtes Beschäftigungsverbot zu machen, wie es ja jetzt schon sehr, sehr viele Gründe gibt. Und damit wären gerade jenen irrsinnig sehr geholfen, wir müssten nicht immer neue Gesetze machen, alles verlängern und hätten vor allem, weil sie ja immer davon reden, man muss ja weiterdenken, es ist noch nicht ausgestanden, es kann ja wieder was kommen in einem Jahr, in zwei Jahren. Wir hätten dann ein Gesetz, was in vielen Bereichen, wenn es um solche medizinischen, gesundheitlichen Krisen geht, anwenden könnten. Das wäre wirklich auch ein Appell, das wäre zukunftsorientiert und würde viele, viele werdende Mütter einfach seelisch entlasten. Na, was macht die Regierung? Sie führt die indirekte Impfpflicht für werdende Mütter ein, weil jetzt wird gekoppelt diese Sonderfreistellung, die noch dazu bis 30.09. befristet ist, an einen Nachweis der werdenden Mutter, ob sie nicht doch vielleicht schon den geeigneten Impfschutz hat und dadurch ja überhaupt kein Recht hat, weil bei einer werdenden Mutter ist die Ansteckungsgefahr, wenn sie zweimal geimpft ist, nicht vorhanden, aber bei allen anderen ist sie dann doch wieder vorhanden, weil wir brauchen trotzdem wieder die Maske und es muss dort wieder das sein. Es ist befristet die Möglichkeit mit dem grünen Post, dass man am Leben teilhaben kann, aber bei den werdenden Müttern ist es nicht ganz, ganz sicher. Also da hilft die Impfung 1000-prozentig. Glauben Sie das wirklich? Oder? Also, wie gesagt, das ist auch der Grund, warum wir das ablehnen, weil die Regierung traut sich keiner von euch da herstellen und den Menschen sagen, ja, wir sind für die Impfpflicht, ohne Wenn und Aber. Ihr tut es immer verstecken und immer im Hintergrund. Man findet lauter irgendwelche Dinge, die in Wirklichkeit eine Impfpflicht ist und sonst nichts anderes. Und das Schlimmste, finde ich auch, bei werdenden Müttern geht es um ein ungeborenes Leben. Und heute habt ihr schon wieder so philosophiert, wir müssen die Welt retten und die armen Kinder und was ich was. Die eigenen sind euch gar nichts mehr wert. Und deshalb ist es mir persönlich ganz, ganz wichtig, ich muss jetzt diesen Entschließungsantrag zu dieser Thematik einbringen. Die Bundesräte Schadl und weitere Bundesräte stellen daher folgenden Entschließungsantrag. Der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass die aktuell geltende Impfempfehlung im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen für Kinder und Jugendlichen zurückgenommen wird und es zu keiner Impfpflicht für Kinder und Jugendliche im Zuge der Einführung des sogenannten grünen Passes und der 3G-Regelung kommt. Dann denke ich mir immer, was sicherlich eine sehr gute und wesentliche Sache ist, die auch in diesem Konvolut der Gesetze versteckt ist, das ist die Verlängerung oder die Neuregelung der Kurphase 5, haben wir jetzt schon, damit ich das nicht vergesse, die Kurphase 5. Ja. Natürlich wird es Betriebe geben, die aufgrund bestimmter Veränderungen oder dass man Schließungen von Betrieben aufgehoben hat, die durchaus wieder schön langsam
in einen normalen Berufsalltag sozusagen hineinkommen, wo es auch Arbeitnehmer geben wird, die durchaus wieder von der Teilzeitbeschäftigung in eine Vollzeitbeschäftigung kommen. Es gibt aber auch sehr viele Betriebe, die abhängig davon sind, wie die sogenannten Betriebe, für die sie zum Beispiel Werbung machen, also die ganzen Werbemitteverteiler, die Prospektverteiler, die ja nicht sehr viel leider verdienen, ja, bei denen ist es wieder davon abhängig, wie bewirbt der Reisebüro, wie bewirbt der Busfahrer, wie bewerbt er das alle, und dann hat er die Chance, dass er vielleicht einen Umsatz machen kann. Also das ist sicherlich deshalb gut, weil die unter Umständen auch diese QR 5 brauchen. Was ich jetzt Sie fragen muss, lieber Herr Minister, weil ich konnte ja keinen Experten im Ausschuss fragen, weil ja leider keiner da war, die Geschichte mit dem Urlaub. Also ich habe jetzt da alle Steno-Protokolle durchgelesen, Nationalrat und so weiter. Ist es jetzt wirklich so, dass ich, wenn ich nehme an, die QR Phase 5 zur Gänze ausnutze, dann sind wir ja, glaube ich, bis Ende des Jahres Güte, dann hätte jetzt theoretisch vom 1. Juli, also 6 Monate, musste dann 3 Wochen Urlaub verbrauchen, weil es steht, also mindestens 2 Monate ist eine Woche Urlaub zu verbrauchen. Was mache ich aber, wenn das gerade dann in der Zeit zum Beispiel unter Umständen jetzt anläuft und ich das wirklich sozusagen, nicht weil ich als Arbeitgeber nicht will, aber weil ich sage, jetzt hätte ich endlich die Arbeit und jetzt muss ich meine Leute Urlaub geben, weil sonst wäre ich gestraft. Also es wäre toll, wenn Sie mir das bitte nachher beantworten können. Bezüglich, dass natürlich das Berufsausbildungsgesetz auch angepasst werden muss, ist wichtig, weil natürlich es auch Betriebe sein kann, wo Lehrlinge sind, die in einem Lehrverhältnis sind, und natürlich muss diesbezüglich das Berufsausbildungsgesetz angepasst werden. Der letzte Tag als Ordnungspunkt in diesem Konvolut, das ist die Geschichte mit dem Kostenersatz für die Betriebstestungen. Das ist auch wieder so, wo man denkt, also bei manchen Dingen hört die Pandemie im September auf, bei anderen im Dezember, manche Sachen gehen sogar bis März 2021. Also das sind so Dinge, die nicht nur die Menschen verunsichern, sondern ich finde schon langsam ein bisschen lächerlich. Also bitte, wenn man jetzt schon so sich da herstellt und sagt, wir müssen um Gottes Willen, also die Masken braucht man jetzt und die Masken und dort und das ist noch immer tragisch. Impfung ist nicht schlecht, aber in Wirklichkeit eigentlich doch nicht. Irgendwie so hundertprozentig, dann geht man her und sagt, Betriebe, ihr müsst unbedingt testen, aber zahlen dürft ihr selber. Ja? Also das passt für mich einfach alles nicht zusammen. Und wie gesagt, ich kann es nur, eine Kollegin von mir hat heute schon gesagt, entweder sie arbeiten im Sinne der Österreicher oder sie treten zurück.